Was können wir aus der Pandemie lernen und welche Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden, damit unsere Wirtschaft, insbesondere unsere Marktwirtschaft, wirklich ins Laufen wieder kommt? Was können wir lernen? Erstens, durch das Auftreten gefährlicher Mutanten, etwa der brasilianischen Mutante, müssen wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich das Impfen entweder jährlich oder zweijährlich erfolgen muss, um unsere Immunität wirklich zu sichern. Zweitens, wir stellen fest, dass gerade die kleineren Unternehmen, gerade die Selbstständigen, die Solo-Selbstständigen, insbesondere auch das künstlerische Gewerbe von dieser Pandemie ganz besonders betroffen sind. Und drittens, es ist hochinteressant, etwa ein Drittel der Bürger kommt mit dieser neuen Situation, Stichwort Entschleunigung, wunderbar zurecht. Denen könnte es durchaus immer so weitergehen. Und ein zweites Drittel schafft es so grosso modo, damit zurechtzukommen, während das schon erwähnte dritte Drittel wirklich Probleme hat, existenzielle Sorgen hat und wirklich der Hilfe dringend braucht. Und schließlich ist ganz wichtig in der jetzigen Phase, dass wir jetzt nicht sozusagen aufgeben und schlapp machen. Durch die Erfolge der Impfungen sind wir jetzt wirklich in der Endphase dieser Pandemie. Und mit das Unklügste wäre es jetzt aufzugeben und einfach schlapp zu machen. Was muss getan werden, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt? Erstens, für Europa und auch für das zentrale Land Deutschland ist der europäische Binnenmarkt von zentraler Bedeutung. Dieser Binnenmarkt muss funktionsfähig gehalten werden. Dazu gehört insbesondere, dass Länder, die finanziell ja nicht kalkulierbar waren in der Finanzkrise, zum Beispiel Italien, dass Italien durch Mario Draghi, dem wir sehr viel zutrauen, ich sage mal, in Ordnung gebracht wird. Wir müssen zweitens dafür sorgen und aufpassen, dass nicht eine Art Koalition der sogenannten Schlendriane, ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn Frankreich und Italien sagen würden, wir sollen die Finanzprobleme nicht gar so ernst nehmen, wir werden schon irgendwie drum herum kommen. Nein, die Finanzprobleme, die Stabilität der Finanzen muss ernst genommen werden. Und drittens, gibt es Inflation? Viele Beobachter rechnen aufgrund der hohen Schulden mit einer Inflation. Ich rechne nicht mit der Inflation auf den normalen Warenmärkten, also das, was wir den Warenkorb nennen. Auf diesen Sektoren wird nicht wesentlich mehr Nachfrage auf den Markt gebracht werden. Und in diesen Sektoren wirkt auch ganz stark die ständige Innovation, das ständige Rationalisieren aller herstellenden Betriebe. Faktum ist doch, dass die meisten gar nicht wissen, wie sie die vielen Waren verkaufen können, sodass also auf diesen Warenmärkten des Warenkorbes keine Inflation trotz der gigantischen Geldmengen entstehen wird. Wir werden allerdings in einem ganz spezifischen Bereich in der Wirtschaft, und dazu zähle ich Fremdwährungen, insbesondere natürlich Edelmetalle, ich zähle dazu Kryptowährungen, aber natürlich insbesondere Immobilien und Aktien. Auf diesen Bereichen und in diesen Sektoren wird das neue Geld wirksam werden. Dementsprechend ist zu erwarten, dass hier Preissteigerungen, man kann auch Wertsteigerungen dafür sagen, deutlich sichtbar werden. Wir sehen es jetzt schon im Immobilienbereich und sehen es jetzt schon im Bereich der Aktien. Stellschraube Nummer zwei, Steuern. Viele Politiker ziehen ja durch die Lande und sagen, die vielen Schulden müssen bezahlt werden und dafür müssen wir die Steuern erhöhen. Falsch. Wir dürfen die Steuern überhaupt nicht erhöhen. Denn die Rückzahlung der Schulden ist ja heute eine ganz andere Situation als früher. Die Zinsen liegen bei Null und sie werden auch lange bei Null bleiben. Und die Rückzahlung kann ja verlängert werden. Also die Rückzahlung der Schulden taugt überhaupt nicht als Begründung für höhere Steuern.
Ganz im Gegenteil, die Steuern müssen jetzt gesenkt werden. Die Unternehmen, die ja gerade ganz besondere Probleme haben, brauchen Erleichterungen. Wir müssen gerade den Verlustvortrag und den Verlustrücktrag leichter machen. Konkret heißt dies, die Verluste des Jahres 20 oder 21 sollten großzügig berechnet werden gegenüber den Gewinnen der Jahre 2018, 2017, 2019. Wenn hier der Staat Geld zurückzahlt, umso besser. Genauso wichtig ist es, einen Verlustvortrag zu ermöglichen. Das heißt, die Verluste 2021 können verrechnet werden mit den Gewinnen, hoffentlich den Gewinnen 22, 23. Und auch Vorsicht mit neuen globalen Steuervorschlägen, wie sie klingen sehr gut auf den ersten Schritt von der Frau Yellen, die amerikanische Finanzministerin, gemacht werden, nämlich globale Mindeststeuern einzuführen. Klingt gar nicht so schlecht. Aber die Ausführung dieser Idee muss ganz sorgfältig überdacht werden. Denn wenn als Konsequenz dieser Idee dann plötzlich Exportländer wie Deutschland dann in Indien und in China Mindeststeuern zahlen müssen, dann fehlen diese Steuern natürlich im Inland. Und Hände weg von der Vermögensteuer. In grünen Kreisen wird ja davon geschwärmt, dass Millionen Vermögen dann Steuern zahlen müsste. Aber heute ist ein Reihenhäuschen im Umfeld von München bereits 1 Million Euro wert. Wenn der 2% Steuern zahlen müsste, wären dies 20.000 Euro im Jahr. Das kann eine normale Familie überhaupt nicht aufbringen. Also Hände weg von höheren Steuern, nein, niedrigere Steuern. Das ist das Gebot der Stunde. Stellschraube Nummer 3, Mittelstand und Renovierung. Unsere mittelständischen Unternehmen sollten jetzt die Zeit nutzen, um Renovierungen, Modernisierung, Digitalisierung, mehr Online-Geschäft, mehr Online-Definitionen im eigenen Hause durchzuführen. Das Hotel soll jetzt etwa die Badezimmer erneuern. Der mittelständische Unternehmer soll jetzt den Bahnverkehr optimieren. Die Zielsetzung sollte sein, dass unsere gerade mittelständische Wirtschaft, dass die sich bemüht, die Krise so zu nutzen, dass sie nach der Pandemie wirtschaftlich von der Rationalisierung besser aufgestellt sind als vor der Pandemie. Man kann es auch bezeichnen als Nutzen der Herausforderung als einer besonderen Chance. Das ist das Gebot der Stunde. Und natürlich müssen die Staaten die gut gemeinten Wirtschaftshilfen so strukturieren, dass auch der normale kleinere Unternehmer in der Lage ist, die Anträge zu stellen, ohne auf seinen Steuerprüfer oder seinen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sozusagen Rücksicht nehmen zu müssen oder den zu fragen, dass der das für ihn macht. Die Kriterien müssen transparenter sein. Und man kann doch nutzen, dass die Finanzämter sehr präzise die Situation in den einzelnen Betrieben kennen. Und dieses Wissen der Finanzämter kann doch dazu beitragen und helfen, dass natürlich die notwendige Vermeidung von Betrug, dass die verhindert wird. Schauen Sie, wir wollen doch, dass die, wie wir festgestellt haben, gerade ganz besonders ja, gedrückten und benachteiligten Unternehmen, dass die, die diese Hilfen existenziell brauchen, dass die auch in Genuss dieser Hilfen kommen. Und es kommt ein letztes hinzu. Viele Mittelständler werden ja jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben Schulden aufbauen, Fremdkapital aufnehmen müssen. Und es ist ja auch ein Management, das man kennen und beherrschen muss, wie man Schulden intelligent zurückzahlt, managt und bewältigt. Auch dafür braucht es Hilfen für die mittelständische Wirtschaft. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich habe schon erwähnt,
dass es genial wäre, wenn es uns gelänge, diese Herausforderung Pandemie zu einer Chance umzuformen. Wir wissen, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Also nutzen wir diese Chance, die, wenn wir genau hinschauen, auch in dieser Krise, in dieser Pandemie steckt. Und in dieser Bewältigung der Pandemie muss uns natürlich das Schicksal ganz Europas und die Wirtschaft ganz Europas sozusagen am Herzen liegen. Wir wollen, dass in der neuen globalen Welt, wo ein aufstrebendes China, ein schier die Weltmärkte überrollendes China, eine ganz neue, riesige Bedeutung gewinnt, dass in dieser Weltlage mit den großen Partnern USA, wieder kalkulierbar, Europa, Hort der Menschenrechte, dem unkalkulierbaren Russland, wir wissen nicht, was in der Ukraine in den nächsten Monaten passiert, und dem gigantischen China, dass in dieser weltweiten Konstellation Europa durch die Pandemie nicht zurückfällt, sondern dass wir es schaffen, trotz dieser Pandemie unseren Platz in der Welt zu behaupten. Wir wollen eine blühende Wirtschaft, auch im nächsten Jahrhundert. Das ist unsere Verpflichtung für die nächste Generation.